Ich habe ehrlicherweise zwei Herzen in der Brust vor dem Hintergrund dessen, was uns heute Vormittag hier am Münchner Hauptbahnhof gezeigt worden ist. Auf der einen Seite steht die gigantische Hilfsbereitschaft der Menschen in Bayern, auch in Relation zum Jahr 2015, die Bereitschaft bis weit hinein ins Private, bis weit über Mitternacht hinaus zu helfen, das unermessliche Leid, das Putins Invasion, das Putins Überfall auf die Ukraine verursacht hat, wenigstens ein bisschen abzumildern. Auf der anderen Seite nehme ich allerdings die Gefahr war, dass Politik die Lessons learned aus 2015 verpasst hat, dass wir wieder die Hilfsbereitschaft der Menschen, die gigantische Solidarität dadurch torpedieren, dass wir politisches Chaos verursachen. Nach meiner festen Überzeugung ist es jetzt wichtig, das freundliche Gesicht Bayerns zu zeigen, ja dafür zu sorgen, dass das Credo von whatever it takes aus der Corona-Pandemie auch im Hinblick auf die Lage in der Ukraine zur Anwendung kommt. Wir haben während Corona die Menschen beschützt und Leben gerettet. Und es muss jetzt der Anspruch von Bayern sein, dass die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, sich auf dieses whatever it takes verlassen können, sich darauf verlassen können, dass Bayern auch jetzt Leben rettet und Menschen, die dringend unsere Unterstützung brauchen, beschützt.